freue mich schon sehr auf die Buchmesse dieses Jahr. Wir haben einfach wahnsinnig viel verändert für 2015. Wir haben die Buchmesse komplett neu gestaltet. Und ich bin sehr gespannt, wie das bei unseren Ausstellern ankommt. Wir haben die Buchmesse neu zusammengesetzt für 2015. Das heißt, unsere Kunden erwartet viele, viele neue Kontakte, viel Inspiration, ich glaube, viele, viele neue Ideen. Hinter unserem neuen Messekonzept steht die Idee, dass Frankfurt das relevante Netzwerk ist. Wir machen die Leute hinter den Büchern sichtbar, die Autoren, die Verleger, die Übersetzer, die Illustratoren, alle, die eine Rolle spielen. Und wir bieten ihnen die Möglichkeit, eben ihr Netzwerk zu erweitern und neu zu gestalten. In diesem Jahr werden wieder weit mehr als 100 Länder auf der Frankfurter Buchmesse vertreten sein. Wir haben mehr Aussteller als in den Vorjahren. Es wird noch bunter werden. Das Gastland Indonesien ist extrem wichtig für uns. Eine der größten Länder dieser Welt, viertgrößtes Land dieser Welt. Ich glaube, die sehr spannenden Wachstumsmärkte zurzeit sind durchaus Südostasien. Wir sehen ein starkes Wachstum aus dieser Region. Aber auch Lateinamerika ist in den letzten Jahren immer stärker und wichtiger für die internationale Verlegerwelt geworden. Die wichtigsten Themen dieses Jahr auf der Buchmesse werden sicher wieder Bildung sein. Design, der Kunstbereich spielt eine große Rolle. Allerdings auch unsere Gourmet-Galerie, der Kochbuchbereich. Auch Technologie ist ein großes Thema dieses Jahr. Es zieht sich ja schon ein paar Jahre durch. Wir haben dieses Jahr Günter Oettinger, den Kommissar für die Europas digitale Agenda auf der Buchmesse, der in einem Zweitageskonferenz sich mit dem Thema digitaler Wandel beschäftigen wird. Literatur zeigt immer auch den gesellschaftlichen Diskurs. Wir leben in einer zerrissenen Welt. Die Frankfurter Buchmesse ist der Treffpunkt aller internationalen Autoren, aller internationalen Verleger. Wir können zeigen, wie disparat die Welt im Moment ist. Wir können aber auch zeigen, wie der Diskurs, die Auseinandersetzung tatsächlich die Welt ein Stück besser machen könnte. Meine Lieblingsbühne dieses Jahr ist der Weltempfang. Ein Weltempfang, den es seit vielen Jahren gibt, aber den wir neu in den Mittelpunkt gerückt haben, um tatsächlich auch den vielen kritischen Stimmen, vielen politischen Stimmen ein neues Wort, eine neue Auftrittsmöglichkeit zu geben. Das Thema des Weltempfangs dieses Jahr ist Grenzverläufe. Ich glaube, ein Begriff, der im Moment reflektiert, was auf dieser Welt passiert. Wir haben ein Programm mit Autoren wie Ilya Trojanow, aber es geht bis zu Poetry Slam und Diskussionen mit Politikern, kritischen Stimmen. Mit dem Gastland Indonesien, glaube ich, haben wir ein Rätsel vor uns. Wir kennen es nicht, wir kennen einige Klischees, aber das wird sich während dieser 5 Tage ändern. Unser Gastland Indonesien bringt eine sehr junge Literatur mit. Sehr spannend ist, dass es in erster Linie junge Frauen sind, die sich sehr politisch engagieren und das spiegelt sich in ihren Werken wider. Indonesien präsentiert sich im Ehrengastpavillon extrem vielfältig. Indonesien ist ein Land mit über 17.000 Inseln, über 500 Sprachen, einer sehr reichen, diversen Kultur. Und all das finden wir auf dem Messegelände in der Stadt Frankfurt wieder. Unseren Ausstellern, den Verlegern, ist der Kontakt zu ihrem Publikum extrem wichtig. Deswegen ist Frankfurt ja nicht nur eine Business-to-Business-Messe, sondern auch eines der größten Literatur-Kulturfestivals der Welt. Besonders am Wochenende treffen sich Leser, Buchinteressierte aus der ganzen Welt in Frankfurt, um sich zu informieren, um sich auszutauschen, um sich unterhalten zu lassen. Ich freue mich persönlich am meisten auf Navid Kamani, den Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels dieses Jahr. Ich habe in den letzten Monaten, glaube ich, alle seine Bücher gelesen. Ich freue mich auf Jonathan Franzen, der hier im Schauspiel auftreten wird. Aber ich bin natürlich auch gespannt auf Ken Follett, einen der größten Bestseller-Autoren unserer Zeit. Und ich freue mich auf die vielen Sterneköche, die in unserer Gourmet-Galerie auftreten werden. Ja, und nicht zuletzt freue ich mich natürlich auf den Poetry Slam zu den neuen Star Wars-Filmen. Ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird. Naja, die Frankfurter Buchmesse ist in erster Linie natürlich dieses Netzwerk, was aber bedeutet, die Begegnungsstätte von Menschen aus 110 Ländern. Und die ziehen natürlich auf der Frankfurter Buchmesse rum, die sind aber auch abends unterwegs. Und wie Sie sehen, gibt es einige Hotspots, wo sich jeder in dieser Woche trifft. Die Frankfurter Buchmesse ist ja nicht nur ein Ort, wo ich dem Autoren begegnen kann, sondern die Frankfurter Buchmesse ist tatsächlich ein Spektakel in sich selbst. Wir haben so viele Orte der Begegnung, wir haben Bühnen, wir haben so viele Grenzgänger auch zwischen den Medien. Wir haben die Leute aus der Filmindustrie da, wir haben die Musiker da, wir haben die YouTuber da. Also ich glaube, das wird schon eine total bunte, vielfältige Messe.